So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt. Wir gucken mal, wie es euch gefällt. Ich sag gleich einiges dazu, denn es gibt einiges dazu zu sagen. Wir spielen jedenfalls Cult of the Lamb. Und ich bin schon ein bisschen durch die Einstellungen durchgegangen, also ich habe schon mal alles mögliche auf Deutsch gestellt. Ich fand es schon sehr interessant, das ist direkt was ich cool fand. Wenn man hier sagt, welchen Controller man nutzt, dann ist hier hinten auch die Belegung anders. Also jetzt seht ihr, jetzt ist es ein Nintendo Switch Controller, den nutze ich nicht, sondern ich nutze gerade einen PlayStation Controller. Das heißt, wenn ich hier auf DualShock 4 gehe, dann sehe ich das Layout, was für mich sinnvoll ist, und dann werden automatisch auch die ganzen Symbole angepasst. Fand ich sehr cool, dass die da an sowas gedacht haben, dass man verschiedene Controller anschließt. Und auch das gleich ganz wichtig, das Spiel sagt, es ist Controller empfohlen, also spielen wir natürlich mit Controller. Im Moment ist der Ton mal so, kann ich natürlich noch anpassen. Werden wir sehen, wie es am besten passt. Ansonsten habe ich die Grafik soweit eigentlich alles gelassen. Bis halt auf, dass ich Fenstermodus brauche zum Aufnehmen. Aber alles andere ist eigentlich unverändert. Und wir können eigentlich direkt reingehen ins Spiel. Ich kenne das Spiel insofern, dass ich bei einem Streamer, also ihr kennt ja mich, ich gucke gerne Hübi, dass ich bei Hübi zugeschaut habe, wie er es gespielt hat. Das heißt, ich kenne das Spiel. Aber es selber zu spielen ist, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung. Und ich fand, es sah sehr cool aus, aber ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass ich von vielen Dingen überrascht bin. Ne? Also ich weiß grob, was abläuft. Und genau, er hat es allerdings jetzt nur, ich sag mal, vorsichtig einmal durchgespielt. Man kann es dann noch weiterspielen. Also vor allem, wenn es dann darum geht, es weiterzuspielen, dann ist es wieder relativ unbekannt für mich. So, wir gehen einfach mal in einen neuen Spielstand logischerweise rein und sehen, was passiert. Gelobt sei... Okay. Gelobt sei das Lamm, Wegbereiter großer Macht und verheißener Befreier von jenem, der wartet. Nimm dich in Acht, Opferlamm, denn die Krone kann nur auf einem Kopfe sitzen. Ja, es ist aber auch ganz gut, dass ich schon ein bisschen was kenne. Denn ich glaube, wenn ich das blind spielen würde, hätte ich nicht jetzt schon etwas davor gesehen. Erstens hätte ich es wahrscheinlich nicht mal angefangen zu spielen. Na? Das kommt schon mal dazu. Weil ich von selbst nie auf die Idee gekommen wäre, Cult of the Lamb zu spielen. Das Spiel hat mir effektiv nicht viel gesagt. Ich kannte den Namen, aber viel mehr davon kannte ich nicht. Und bei mir ist es halt immer so, ich muss Dinge sehen, um dafür motiviert zu werden. Und das Spiel habe ich gesehen und wurde dafür motiviert. Das Ding ist, das Spiel ist sehr komplex. Und auch beim Zuschauen kam es mir sehr komplex vor. Deswegen, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich schon einiges davon gesehen habe. Und dann auch immer ein paar Sachen gleich erklären kann, dass ihr nicht direkt überfordert seid. Denn gerade wenn man zuschaut, ist es, glaube ich, noch komplexer, als wenn man spielt. Ja, wir sind also hier das Lamm. Und müssen jetzt hier offenbar diesen Weg entlang gehen. Kann ich mit denen reden? Okay, ich kann mit denen nicht reden. Alles klar. Und ich darf auch nicht zurück. Ein Spiel von Massive Monster. Publisher, Devolver Digital. Oha, wer sind denn die vier da hinten? Okay, ich kann mit niemandem reden. Niederknien, um geopfert zu werden. Das klingt alles nicht so gesund. Wir knien mal nieder. Vor uns sehen wir den Letzten seiner Art. Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Der Ketzer, der unten in Ketten liegt, wird zu ewiger Gefangenschaft verdammt sein. Und der alte Glauben wird erhalten bleiben. Ja, das war's dann wohl. Spiel zu Ende. Schade. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Offenbar wurden wir gerade hingerichtet.
Wer ist denn hier? Jener, der wartet. Komm näher, fürchte dich nicht, denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendung für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten. Stattdessen haben sie dich direkt zu mir geschickt. Ich schenke dir erneut Leben, aber das hat seinen Preis. Alles, was ich dir von dir verlange, ist einen Kult in meinem Namen zu gründen. Sind wir im Geschäft? Ja, und ich kann ja und unbedingt angeben. Na gut, ne? Weise Entscheidung. Nimm die rote Krone, die ich einst trug. Mit ihr wird die Loyalität deiner Anhänger sicher sein. Und du wirst Angst in den Herzen unserer Gegner spüren. Spüren vielleicht auch. Kehre in das Land der Lebenden zurück, gründe einen Kult in meinem Namen und beginne damit, Anhänger zu rekrutieren. Sobald das vollbracht ist, wirst du mich wiedersehen. Und jetzt geh! Die rote Krone landet auf unserem Kopf. Und wir werden wiedererweckt. Mit dem Ziel, einen Kult zu gründen. Angriff, Ausweichrolle. Okay, Ausweichrolle klappt schon mal gut. Ah, so. Ja, die ist enorm wichtig. Denn mit der müssen wir sehr, sehr viel Attacken ausweichen. Gut. Also, ihr seht jetzt in etwa das Gameplay. Na, es ist so eine Art... Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich hatte es ein bisschen, hat's mich so ein bisschen an Isaac erinnert. Na, man läuft rum, man macht Gegner kaputt. Aber es ist natürlich nicht Isaac. Na. So, wir gehen mal weiter. Ja, und jetzt seht ihr auch hier, nach jedem Level, was man so hat, bekommt man einen Weg, den man gehen kann. Hier haben wir noch nicht viel große Wahl. Das wird sich später dramatisch ändern. Dann hat man immer verschiedene Wege zur Auswahl. Aber jetzt geht's erstmal ganz in Ruhe, Schritt für Schritt durch das Tutorial. Und wenn die Musik noch alles zu laut sein sollte, dann ist es im nächsten Part natürlich leiser. Fürchte dich nicht, ich bin Radtau. Ich war einst ein auserwähltes Gefäß wie du, aber diese Tage sind bereits lange Geschichte. Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in großer Gefahr. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald, der Ausweg liegt vor dir. Ich werde in der Nähe sein. Ja. Wichtig ist auch immer, alles zu zerhäckseln. In dem Fall nicht. In dem Fall können wir noch nicht viel einsammeln, aber grundsätzlich gibt es immer Dinge zum Sammeln. Also ihr werdet mich dann sehr oft Dinge kaputt machen sehen. In dem Fall noch nicht. Nein, in dem Fall bringt es noch nicht so viel. Yay, wir haben Geld. Inventar öffnen. Ja, da haben wir jetzt Inventar. Hier Währung. Dann gibt es hier zum Spieler ganz viele Dinge. Die Ansicht kenne ich noch gar nicht. Das ist jetzt im Upgrade neu, da habe ich das einfach neben Stream gesehen. Ist ja egal. Das lernen wir Stück für Stück. Kult. Wir haben keine Anhänger, was immer das bedeutet. Wir haben auch keine Quests, was immer das bedeutet. Ne? Aber wir haben schon mal ein Inventar. Mit Geld. Aber ich glaube, ich kann immer noch hier keine Sachen, ne? Da ist, ne, da kommt immer noch nichts raus. Gut. Ich glaube, ich kann auch noch nicht mal sterben. Okay, vermeide Schaden zu nehmen. Ja, jetzt hätte ich ein Herz verloren, wenn ich schon Herzen hätte. Haben wir alles noch nicht. Wir rennen hier erstmal durch. Sehe ich die Karte irgendwo? Das war es nicht, was ich drücken wollte.
Ja, was man hierzu sagen kann, das Spiel entfaltet so einen weiteren Aspekt, wenn man es in einem Stream spielt, weil der Chat kann hier ganz viel mitbestimmen. Es hat eine offizielle Twitch-Integration, wo der Chat bestimmen kann, gutes Schicksal, böses Schicksal, bekommt man mehr Energie, bekommen die Gegner mehr Energie und so weiter und so fort. Also das ist sehr krass, was da alles möglich ist. Aber das ist natürlich jetzt nichts, was wir hier in irgendeiner Form nutzen können. So. Ja, im Moment sind wir nur im Tutorial. Lass mich doch Schaden nehmen, wenn es eh noch nicht relevant ist. So. Aber ich muss dann, wie gesagt, mal gucken, wie es lautstärketechnisch ist. Ob das jetzt zu laut oder zu leise ist. Wir gehen mal kurz in die andere Richtung. Nicht, dass da was anderes gewesen wäre, was uns noch interessiert. Ah, okay, es geht in beide Richtungen weiter. Aua. Ah, ne, in die Richtung geht es gar nicht weiter. Hier ist nur eine Münze gewesen. Okay. Gut. Dann geht es in die Richtung wirklich weiter. Geht's hier hoch? Nein. Ja, okay. Jetzt haben wir ein Levelende erreicht und können weitergehen. Und da kommt jetzt. Ich will gar nicht zu viel spoilern. So, ihr wisst, ich kenne das Spiel, aber trotzdem kann man es ja ein bisschen so spielen, als würde ich es nicht kennen. Auch wenn ich natürlich viele Dinge erklären werde. Wir sind fast in Sicherheit, aber schau da vorne. Eine weitere arme Seele, die gleich geopfert wird. Rette ihn und es bleibt ihm keine Wahl, aus deinem neuen Kult beizutreten. Oh, ihr mächtigen Bischöfe des alten Glaubens, wir bitten euch, das Opfer dieser erbärmlichen Seele anzunehmen. Hey, wer wagt es, unser Ritual zu unterbrechen und den heiligen Boden zu besudeln? Dann retten wir den Kollegen mal. Aber wie gesagt, wir können immer noch nicht wirklich Schaden nehmen. Also es ist. Noch muss ich mir keine Mühe geben. Retten! Zack. Ja, was immer das bedeuten mag. Der Anhänger wartet auf Indoktrination. Ja, Schwurbler hassen diesen Trick. So. Wir sind in Sicherheit. Das hast du gut gemacht. Die rote Krone ermöglicht es dir, diese Markierungen am Boden zu verwenden, um große Entfernungen zurückzulegen. Du wirst zu einem verfallenen Tempel transportiert und wirst deinen neuen Kult gründen können. Ich sehe dich dort. Alles klar, Ratau, mach's gut. Ja, wir gehen zum Kult zurück, der noch gar nicht da ist. Gut. Aber damit habt ihr einen Teil des Gameplays gesehen. Aber man durchläuft verschiedene Level. Und Dinge passieren. Eben ein bisschen wie Isaac. So typisches Roguelike eben. Fortsetzen. Aber das ist noch lange nicht der gesamte Aspekt des Spiels. Das ist vielleicht ein Fünftel. Ja, vielleicht 5%. 20% war vielleicht zu viel. So, wähle einen Schwierigkeitsgrad aus. Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Also, ich denke, ich werde Mittel wählen, denn ich kenne zwar alles, aber ich glaube nicht, dass ich mir schwer zutrauen sollte. Das erst recht nicht. Na, und das aber auch nicht. Wir gehen Mittel. Ist auch vom Entwickler empfohlen, wie man da unten sieht. Genauso wie vom Entwickler empfohlen ist, dass man Controller nutzt. So. Und das hier ist jetzt sowas wie... Vielleicht erklärt das uns ja auch. Dieser geheiligte Boden, der einst der meine war, gehört nun dir. Diese verfallene Ruine wird die Stätte deines neuen Kults. Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination dieser armen Seele in die warme Umarmung deines Kults. Anhänger können Ressourcen für dich sammeln. Befiehl einem, diesem da Holz oder Stein zu sammeln. Ja. Das hier, was wir hier alles sehen, ist sowas wie eine Art Hub. Also unser Zuhause, könnte man sagen. Hier auf dieser riesigen Fläche werden wir einen Kult errichten. Tatsächlich. Dazu brauchen wir ganz, 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 ganz viele verschiedene Anhänger. Und da ist unser erster. Und der wird jetzt für den Kult indoktriniert. Und an der Stelle, ich weiß nicht, was jetzt hier passiert.
im Chat, also auf Twitch war es so, dass jetzt jemand aus dem Chat sich dafür bewerben konnte, dieser Anhänger hier zu werden. Das heißt, der konnte den dann gestalten und so weiter, wie er das möchte. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist, wenn ich nicht mit Chat spiele. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Ah ja. Ich kann jetzt wahrscheinlich selber einen Namen angeben. Stopp. Ah, kann ich nicht. Zufällig. Erscheinungsbild, Form wählen. Ah, ich kann da. Das kann ich jetzt sozusagen alles selber machen, scheinbar. Was vorher. Ja. Aber wir haben noch nicht viel zur Auswahl. Wir haben bisher nur diese Köpfe. Da oben haben wir so ein paar allgemeine Köpfe. Na, wir lassen ihn mal so, wie es ist. Ich werde grundsätzlich, glaube ich, die Anhänger so lassen, wie sie aussehen. Ich finde das ganz gut und ist okay so. So. Farbe wählen. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich die Farbe ändern. Ja, ne? Wir lassen erstmal alles, wie es ist. Ich weiß gar nicht, was das hier heißt. Wahrscheinlich Zufall oder so. Aber wie gesagt, wir lassen es, wie es ist. Ach, hier ist auch zufällig der Name wahrscheinlich. Kann ich da eigentlich einen neuen Namen einfach schreiben? Kann ich da zum Beispiel jetzt hier... Ah ja, okay, okay. Aber wir lassen das mal. Der war ja Hyulge oder so. Ich könnte jetzt auch an der Stelle, und das will ich auch nochmal sagen, ich könnte jetzt natürlich zum Beispiel ein paar Namen von euch nehmen. Na? Also dass wir sagen, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr hier vorkommen wollt. Das Ding ist folgendes, und ich spoilere jetzt schon mal ein bisschen. Das ist ein Kult, diese Anhänger können leben, diese Anhänger können aber auch von uns gehen. Und ich fände es jetzt irgendwie nicht so schön, wenn Zuschauer von uns gehen. Deswegen, ich werde einfach, glaube ich, hier erstmal solche Namen wählen. Wenn ihr kein Problem damit habt, dass man auch, na, dass ihr auch dann hier sterben könntet als Anhänger, schreibt gerne in die Kommentare, dass ich euch einen Namen hier geben soll, dann können wir das gerne so machen. Aber im Moment werde ich es erstmal nicht machen. Gut, Variante wählen ist, glaube ich, hier einfach nur... Weiß ich gar nicht, was da der Unterschied ist. Wir lassen das mal so, wie es ist. Eigenschaften. Die habe ich, da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen, aber das ist jetzt schon mal interessant, schon mal zu lesen. Es wird um 15% schwieriger, die Stufe zu erhöhen und erhalte 10 Glauben bei Erkrankung. Okay. Ich glaube, die kann ich auch nicht ändern, ne? Die sind Zufall, ja. Nehmen wir an. Let's go. Ja, damit haben wir Trebre. Und ich sollte Trebre ja schicken, Ressourcen zu sammeln. Er soll erstmal Holz sammeln, also soll er Bäume fällen. Und damit geht er jetzt los und fällt Bäume. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden, aber deine Anhänger leben nicht vom Gebet allein. Sie müssen essen. Sammle die benötigten Ressourcen und entfache ein Kochfeuer. Damit kannst du Mahlzeiten für deine Anhänger zubereiten. Ja, und ich denke, jetzt merkt man so ein bisschen, das Spiel ist eine Mischung aus eben diesen Adventure-Abschnitten und aber auch so eine Art Farming-Simulator. Na, also vielleicht kennt ihr das ja auch von so, keine Ahnung, Harvest Moon und wie heißen sie alle, Stardew Valley und so weiter. Ja, man muss auch so ein bisschen hier, Entschuldigung, hier farmen und das werden wir jetzt auch mal tun. Beeren sammeln. So. Beeren sammeln. So. Und wir sollen ein Feuer entfachen. Wo entfache ich denn ein Feuer? Ich kann auch selber so einen Stein abschlagen. Dann habe ich Steine. Und hier kann ich jetzt was bauen. Da brauche ich 5 Holz und 2 Steine. Ach so. Dann muss ich da wohl erstmal selber ein bisschen... aktiv werden. Während er hier ja auch für uns Holz abbaut. Da kommen wir, helfen ihm mal ein bisschen. So, dann geht es hier schneller. Zack. Dann haben wir schon mal genug Holz. Haben wir auch schon genug Stein? Nein, ein Stein fehlt mir noch. Hol ich den mir hierher. So. Ihr seht es auch an der Seite. Es sind immer die Missionen, was man machen muss. Jetzt steht da zum Beispiel, baue Kochfeuer. Und das können wir jetzt hier bauen. Na? Jetzt habe ich hier nämlich, da seht ihr, was man alles in Zukunft bauen werden kann. Es gibt Anhängersachen, die man bauen kann. Es gibt Sachen, die Glaube betreffen, die man bauen kann. Und es gibt Dekorationen, die man bauen kann. Und auch hier gleich mein Hinweis. Ich werde sehr wenig Dekorationen bauen.
Denn Dekorationen verbrauchen Ressourcen, aber bringen einem nichts. Während Sachen für Glaube und Sachen für Anhänger immer was bringen. Wir lesen an der Seite kurz: Koche rohe Gegenstände und verwandle sie in Mahlzeiten, die Anhänger essen können. Dieses Gebäude kann nur einmal gebaut werden. Und ihr seht auch die Kosten, ne? 2 Stein, 5 Holz. Also let's go. Und jetzt kann ich eben aussuchen, wohin das kommt. Na, das heißt, ab hier ist dann jedem überlassen, wo er seine Sachen so hinstellen möchte. Ich werde mein Kochen mal... wo bauen wir mal Kochen hin? Wir setzen es mal hier unten hin. Ah, ne, da habe ich jetzt noch keinen. Warte mal, wir gehen noch mal kurz auf Abbrechen. Mach kurz hier unten Platz, dann packe ich es da unten hin. So. Na, weil ab hier entscheidet praktisch jeder selber, wie sein Kult am Ende aussehen soll. So ein bisschen wie Dorf bauen. Jetzt kann ich es, glaube ich, hier ganz gut hinsetzen. Na, ja, wollo. Sehr gut. Ich hätte es auch drehen können. Ah, okay, aber ich kann auch drehen, aber das ist relativ egal. Gebäude platzieren. So. Und jetzt ist es nicht sofort da, sondern man muss auch noch ein bisschen nachhelfen, dass es gebaut wird. Und das kann er jetzt auch mitmachen. Hilfst du mit? Jawollo. Und es ist gebaut. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Der Hunger deines Kults wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Wert zu weit sinkt, fangen deine Anhänger an zu hungern. Faktor 1, Hunger. Besorge auf Kreuzzügen etwas zu essen für sie. Wähle Routen durch Orte, die zur Nahrungssuche geeignet sind. Baue Farmen, um deine eigene Nahrung anzubauen. Samen können gekauft werden oder auf Kreuzzügen gefunden werden. Genau, wir machen jetzt erstmal Essen. Ich kann hier also kochen. Und jetzt seht ihr schon hier, schlichte Schüssel Beeren. 6 Beeren gibt es hier als Zutat und aus dem wir dann essen. Machen wir einmal, machen wir nochmal und kochen es. Und jetzt seht ihr auch hier, zum Kochen muss man immer den grünen Balken erwischen. Das ist nicht so schwierig. Jetzt müssen wir einen Schrein errichten. Aber zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold. Beides lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Unser gemeinsamer Wohltäter, jener, der wartet, wurde von den 4 Bischöfen des alten Glaubens gefangen. Jeder von ihnen bewacht eine Kette, die ihn an das jenseitige Reich bindet. Wir haben Zugänge zu ihren Reichen beschworen. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuschlachten, damit er befreit werden kann. Jetzt geh, du wirst Gold und willige Anhänger finden und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. Ja, und damit öffnet sich hier hinten der Weg zu den Kreuzzügen. Und die Kreuzzüge sind eben die Adventure-Teile, das sind die einzelnen Level. Und wir gucken mal ganz kurz, was man braucht, um... ach, sehen wir noch gar nicht. Okay, wir sehen noch gar nicht, was ich eigentlich brauche. Das hat er noch gar nicht mehr angezeigt. Aber wir wissen schon, wir müssen einen Tempel bauen und brauchen dafür mehr Gold und mehr Anhänger. Gut, wir gehen mal hier nach hinten, dann kommt der nächste große, wichtige Bildschirm. Und jetzt sehen wir hier schon 1 Tor, 2 Tore, 3 Tore, 4 Tore. Das sind so die unterschiedlichen Welten, kann man sagen, in denen es dann auch eben unterschiedliche Level gibt. Wir können aktuell natürlich nur eines betreten. Ergibt sich von selbst, ne? Nämlich Düsterholz. Hier unten sehen wir es. Wir brauchen einen Anhänger, um hier reinzukommen. Das geht schon. Das hier ist dann die Welt Ankertiefen. Da brauchen wir 9 Anhänger. Das geht noch nicht. Wir betreten Düsterholz. Und jetzt sehen wir hier als Option, also nicht als Option, als Missionen an der Seite. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück, kehre mit mehr Münzen zurück, kehre mit weiteren Anhängern zurück. Ja, ein Level spielen wir noch, dass wir jetzt auch mal den richtigen Adventure-Modus sehen. Denn bisher war es ja nur Tutorial ohne Herzen, ohne alles. Da musste ich mich noch nicht wirklich bemühen. Jetzt gucken wir mal, ob ich das erste Level überhaupt schaffe. So. Da haben wir unsere 3 Herzen, na? Typische Geschichte.
Und am Anfang des Spiels bekommt man auch immer... Ah, vielleicht steht's ja auch. Du betrittst die Länder des Bischofs Leshi. Jene, die nicht den Wegen des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Okay. Ja, am Anfang bekommt man ein zufälliges, ja, Angriffs-Item. In dem Fall wahrscheinlich das, was jeder bekommt, die Klinge des Kreuzfahrers Teil 1 oder Stufe 1. Schaden 1,2, Tempo 1. Es ist halt ein Schwert, ne? Und hier kann es ganz viele verschiedene Sachen geben. So. Und jetzt kann ich, glaube ich, auch schon hier Sachen kaputt machen. Und da seht ihr schon, ne? Jetzt, wenn ich Sachen kaputt mache, dann kommt auch was raus. In dem Fall haben wir ein bisschen Gras bekommen. Ja, viel mehr ist es noch nicht gewesen. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass ich noch nicht so viel einsammeln kann. Trotzdem machen wir schon mal Sachen kaputt. Denn auch Gras wird sicherlich sinnvoll sein. Okay. Ja, und ab jetzt kann ich getroffen werden. Ab jetzt muss ich wirklich gut aufpassen, dass ich ausweiche. Aber bisher sammelt er wirklich nur Gras ein. Ja, okay. Ich werde trotzdem schon mal alles kaputt machen. Ihr gewöhnt euch dran, dass ich immer erst die Räume verlasse, wenn ich alles eingesammelt habe. Je mehr Ressourcen wir haben, umso besser. Glaubt es mir. Glaubt es mir. So. Okay. Ich glaube, ich habe alles kaputt gemacht. Gut, wir schnetzen uns erstmal hier ein bisschen durch. Ja, jetzt habe ich einen Treffer kassiert. Das hat mir ein halbes Herz abgezogen. Ich bin dann gespannt. Wie gesagt, wenn die Musik jetzt noch zu laut sein sollte, ich mache mal testweise. Ich mache mal testweise jetzt ein bisschen leiser, weil mir kommt es sehr laut vor. Aber das kann ja sein, dass es nur bei mir laut ist und in der Aufnahme aber trotzdem angenehm leise. Aber ich gehe trotzdem mal ein bisschen runter und wir gucken, was besser ist. Ne? So. Weil ich denke schon, dass mein Mikrofon eigentlich recht laut eingestellt ist, dass ihr müsstet mich hören können. Und jetzt sehen wir da oben, ihr seht eine Karte oben rechts. Wir gehen erstmal hier runter den Weg. Ja, perfekt. Das hat jetzt nämlich in so eine Sackgasse geführt. Und hier ist ein Raum, über den werden wir uns zukünftig immer freuen, wenn wir diesen Raum betreten. Denn hier... Gelobt sei das Lamm, Wegbereiter großer Macht und Verheißer, na, Befreier von jenem, der wartet. So haben es mir die Karten einst gesagt, vor vielen Lebzeiten. Oder wird das erst noch geschehen? Ich habe immer deine Karten gezogen, Lamm, und doch ist dies die erste. Nimm diese Karten und ich werde bei jedem unserer Treffen eine weitere ziehen. Wenn sie von mir gezogen werden, gewähren sie dir Macht. Ja, und man kann hier Karten ziehen, die dann das Level verändern. Nicht das Level, aber halt, ne, wie man das Level spielt. Und man muss sich immer entscheiden, welche man nimmt. Also hier hätten wir jetzt ein blaues Herz plus 1 und erhöht die Chancen, bessere Truhen zu spawnen. Wir werden erstmal auf die Truhen gehen. Dein Kartenstapel entscheidet dein Schicksal. Du findest auf deinen Kreuzzügen womöglich weitere und ich werde daraus ziehen. Sieh ihn dir jetzt an. Ja, und das hier sind jetzt die Karten, die wir aktuell bekommen können. Je mehr Karten wir uns holen, umso mehr können wir hier ziehen. Na, also die haben wir jetzt nicht automatisch, sondern das sind die, aus denen wir aktuell ziehen können. Gegen die Ziehung kommst du nicht an. Genauso gut könntest du dich mit dem Ozean anlegen. Jetzt können wir mal gucken. Man kann hier auch noch eine neue, glaube ich, bekommen. Ah, nee, hier kann man nur gucken, was man zur Verfügung hat. Okay, okay. Alles klar. Ich glaube, das geht noch nicht. Ja, deine Karten sind gezogen. Okay. Ich glaube, man kann hier später auch noch neue Karten kaufen. Also dann immer zwei pro Treffen mit dem Kollegen. Gut. Aber jetzt wollte ich erstmal bessere Truhen, weil wir brauchen ja Geld und ich glaube, bessere Truhen sind nicht so verkehrt. Oh, da haben wir schon mal ein Holz bekommen. Oder 5 Holz? Ich weiß nicht. Oh, wir haben Fleisch bekommen. Sehr gut. So. Also ich muss sagen, ich verstehe, warum es heißt, man soll es mit Controller spielen.
Gerade, dass man so viel diagonal läuft und sich dann auch so hoch und runter, na, das geht, glaube ich, mit Tastatur nicht so gut. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr sinnvoll, hier mit Controller zu spielen. So. Sehr schön. Und da bekommen wir jetzt automatisch sowieso bessere Herzen. Optimal. Optimal. Ja, man kann es nicht denken, blaue Herzen sind temporär da. Wenn es weg ist, ist es weg, während sich rote Herzen natürlich wieder auffüllen können. Auch hier lässt Isaac grüßen. Und da haben wir doch tatsächlich schon das erste, den ersten Raum geschafft. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier eben die Auswahl. Bei der Route bekommen wir Stein, bei der Route bekommen wir Holz, bei der Route bekommen wir wieder Stein. Wir werden uns, glaube ich, erstmal um Holz kümmern. Deswegen gehen wir den Holzweg. Ja, und da seht ihr jetzt hier, na, hier gibt es jetzt eben Holz. Wer hätte es erwartet? Das ist jetzt einfach nur ein Raum, in dem man Holz farmen kann. Fleisch war auch ein bisschen dabei, sehr schön. Das ist dann fürs Essen sehr sinnvoll und sehr wichtig. Und ich glaube, mehr kann ich jetzt ja auch nicht holen. Wunderbar. Und jetzt gibt es schon den letzten Raum. Der enthält dann immer einen Bosskampf. Nicht zurück. So. Aber ist auch erstmal ein eigenes Level, ne? Also man spielt auch bis zum Boss. Wieso die einzelnen Ebenen in Isaac, kann man eigentlich sagen. Das heißt, mit ein bisschen Glück finden wir auch wieder einen Kartenraum. Okay, der Intro-Raum hat mir jetzt noch gar nichts gegeben. Na gut. Und wenn ihr jetzt denkt, ah, so in etwa funktioniert das Spiel, jetzt kennen wir ungefähr, sagen wir mal, 15% von dem, was man alles machen muss und bekommen kann. Und, ne? Das entwickelt sich noch in eine ganz, ganz andere Richtung. Also, auch das ist alles noch nur Intro. Wir werden bestimmt 2, 3 Parts lang immer neue Sachen lernen, die man beachten muss, die es aufzufüllen gilt und so weiter und so fort. Deswegen eben, ich glaube, ich wäre sehr, sehr überfordert, wenn ich das nicht grob wüsste, was so kommt. Und ich hoffe, für euch ist es dann auch ein bisschen angenehmer, das Ganze zu sehen, wenn ich so ein paar Erklärungen dazu schon liefern kann. Dass ihr eben auch wisst, okay, das geht so in die Richtung, da kommt noch was. Und dann könnt ihr da auch so ein bisschen drauf gespannt sein. Ich werde natürlich nicht verraten, was kommt, ne? Also, das nicht. Aber ihr habt noch lange nicht verstanden, wie das Spiel funktioniert. Außer ihr kennt es natürlich, dann habt ihr es verstanden. Aber gerade die, die es kennen, werden mich, glaube ich, bestätigen, eben in dem, was ich sage. Ja? Dass da noch viel kommt, was man jetzt noch nicht erahnen kann. So, hier haben wir jetzt ein Upgrade. Wir bekommen Klinge des Kreuzfahrers Stufe 2. Natürlich tauschen wir aus. Und jetzt können wir die Klinge hier verwerten und dann wird da Geld raus. Weil wir brauchen sie nicht mehr. Das wäre jetzt für den Fall, dass man hier eine andere Waffe genommen hätte und sich denkt, ah nee, Moment, ich hätte dann doch meine alte Waffe zurück. Kann man sie nochmal umtauschen, aber ansonsten macht man einfach Geld raus. Yay, da ist unser Kollege. Wir wären aber gar nicht an ihm vorbeigekommen. Gut, eine Karte bekomme ich. Erhalte die doppelte Lebensenergie beim Heilen. Allgemeiner Waffenschaden. Ja, wir gehen beim Waffenschaden hoch. Das gefällt mir jetzt besser. Sehr schön. Kann ich hier jetzt eine neue Karte? Nee, da kann ich nicht. Nee, keine Chance. Okay. Ich meine, mich zu erinnern, dass man irgendwie neue Karten bekommen kann, aber vielleicht war das hier nicht so. Vielleicht ist es woanders gewesen. Gut. Wir machen jetzt jedenfalls schön mehr Damage. Wunderbar. Großartig. Ja, und jetzt sehen wir schon. Alter, der Controller vibriert böse. Hier taucht jemand auf. Leshy. Das ist jetzt jede Welt. Zu jeder Welt gehört ein Bischof. Und die versuchen natürlich, uns aufzuhalten. Die Welt bei diesem Düsterholzwald-Dingens gehört Leshy. Wie kann das sein? Du hast die Klinge gespürt, Lamm. Genau wie alle deine Art. Und trotzdem stehst du hier vor mir und zeigst keine Reue.
Die Krone, seine Macht, könnte es sein. Aber ich bin immer stärker. Gib Fersengeld, kleines Lamm. Ja. Wir werden sehen, wer stärker ist. Bis hier und nicht weiter, kleines Lamm. Meine Anhänger sind bereit, alles für mich zu tun. Kannst du dasselbe von deinen behaupten? Ich opfere mich der Sache, oh mächtiger Anführer. Beim Blut der Großen zerstöre die rote Krone. Ja, und da ist unser erster kleiner Bosskampf gegen Amdusias. Mal gucken, ob ich ihn gleich hinkriege. Ich hoffe doch ja. Denn ihr seht jetzt auch, na, jetzt gibt es ja auch eine Boss-Dings. Oh boy. Wenn ich Gegner besiege, habe ich, glaube ich, manchmal Glück und sie können auch Herzen droppen. Also kleine Gegner. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Hälfte ist schon weg. Ausweichen. Ah, nicht so gut. Nicht so gut, was ich hier tue. Ausweichen. Okay, nice. Puh. Ja, man merkt schon, okay, ich merke schon, so einfach ist es nicht, wie man beim Zuschauen gesehen hat. Ja, also, das war schon ganz schön knapp. Und damit haben wir jetzt einen neuen Anhänger. Denn aus jedem Boss wird natürlich auch wieder ein Anhänger. Bitte verschone mich. Bekehre mich zu deinem Kult, ich werde deinen Lehren treu folgen. Das werden wir tun. Anhänger wartet auf Indoktrination. Ja, und wenn man einen Boss besiegt, kann man sich am Ende etwas aussuchen. Hier gibt es Stein mal 6, Goldklumpen mal 29 oder eine Anhängerform. Anhängerform ist einfach nur eine neue Tierart zum Beispiel. Ich sag mal, das ist jetzt für mich noch nicht so spannend. Wir wollen vorankommen und vorankomme ich vor allem mit Ressourcen. Also Goldklumpen mal 29 und die Truhe hier gibt es auch noch. Sehr, sehr schön. Also ihr werdet nicht erleben, dass ich viel in Dekoration gehe, dass ich viel in Anhängerformen gehe, weil die sehen einfach nur anders aus. Das ändert aber am Gameplay effektiv gar nichts. Es bringt viel mehr, wenn wir schnell Dinge bauen können, wenn wir schnell Sachen kaufen können. Und da ist die Anhängerform relativ egal. Das war für Twitch war es ganz schön, ne, weil dann jeder mehr Möglichkeiten hatte. Der eine konnte ein Elefant werden, der nächste konnte ein Fisch werden und so weiter und so fort. Ich sag mal, für mein Gameplay ist es relativ egal, ne? Und jetzt seht ihr auch hier, 1 von 4 ist geschafft. Wenn wir noch 4-mal Düsterwald bis hierhin durchspielen und es wird Stück für Stück schwerer, dann öffnet sich die große Tür zum Bischof. Aber da sind wir noch lange nicht. Ketzer ist erstmal besiegt worden. Ja, sehr, sehr gute Ausbeute. Sehr gute Ausbeute. Und ganz viel davon hätte ich nicht bekommen, wenn ich nicht alles kaputt machen würde. Ne? Also das ist schon wichtig, dass man das tut. Okay. Ich bin erleichtert zu sehen, dass du sicher zurückgekehrt bist. Und zudem bist du nicht allein. Du hast noch jemanden überzeugt, sich unserer gläubigen Herde anzuschließen. Lass uns diesen neuen Bekehrten indoktrinieren, damit wir weitermachen können. Ja. Aber an der Stelle werde ich speichern. Ich werde speichern. Und ich werde den Part beenden und mir erstmal angucken, ob tontechnisch alles in Ordnung ist. Und dann werde ich den Part hochladen. Und es geht dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, das Spiel taugt euch. Ich hoffe, es gefällt euch, auch wenn ihr es nicht kennt. Ich garantiere euch, das Spiel ist großartig. Also auch wenn ihr es nicht kennt, gebt dem Spiel gerne eine Chance. Genau. Hier kann man dann auch nochmal Sachen nachlesen, die man verpasst hat. Ne? Hier zum Beispiel Nahrung. Aber wir brauchen keine Hilfe. Ich kenne mich aus. Glaube ich zumindest. Ich denke, ich kenne mich aus. Wir werden sehen, wie lange ich mich auskenne. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.